Deutschland hat gewählt, doch wahre Wählermassen verzichteten auch an diesem Wahlsonntag wieder auf ihr demokratisches Recht. 17,6 Millionen gingen nicht wählen. Das sind mehr Stimmen, als die siegreiche CDU von Kanzlerin Merkel für sich erringen konnte. Wer sind diese Millionen Nichtwähler? Warum geben sie ihre Stimme nicht ab? Und was bedeutet das für unsere Demokratie? Wir waren bei solchen Wahlverweigerern, um herauszufinden, warum sie es auch diesmal wieder taten. Ich bin Nichtwähler. Ich bin Nichtwähler. Ich bin Nichtwähler. Weil unsere Politik nicht ehrlich und aufrichtig ist. Weil sich die Parteien zu weit von uns Bürgern entfernt haben. Hallo, mein Name ist Luise Fuckface und ich bin Nichtwählerin, weil ich weiß nicht, was ich wählen soll. Glaube ich, egal, ob ich jetzt wählen gehe oder nicht. Also wenn ich was ändern möchte, dann gucke ich doch eher im näheren Umkreis, was mich darstellt, weil da ist auch die Chance viel realistischer, dass ich da selber was ändern kann. Also ich selbst als Person. Ich nehme meine demokratischen Grundrechte zum Beispiel trotzdem wahr, obwohl ich nicht wählen gehe. Ich gehe auch nach Hellersdorf demonstrieren, wenn dort Asylbewerber verfolgt werden. Und da redet keiner darüber in diesem Wahlkampf beispielsweise. Der Name entstand im Suff. The Toten Crack-Huren im Kofferraum. Das sind 12 Musiker und Tänzer aus Berlin zwischen 20 und 30 Jahre alt. Frontfrau Luise Fuckface heißt mit bürgerlichem Namen Maren Kiesig und ist gelernte Bürokauffrau. Doch in ihrem Job hat sie nie eine Stelle gefunden. Wir haben keine Riester-Rente und keinen richtigen Job. Job, Job. Schaffen nicht von 9 bis 5 und trotzdem geht's uns top. Nun hofft sie auf den Durchbruch als Musikerin. Bislang muss sie noch für 6,50 Euro die Stunde im Eiscafé jobben. Ihre Existenzsorgen liefern Stoff für die Texte. Eine günstige Bleibe. Die suchen eigentlich alle Crack-Huren. Auch Gitarrist Krü. Früher einmal wählte er die Linken. Heute gar nicht mehr. Ich habe ein Kind und wir haben zu dritt jetzt, also mit meiner Freundin, wir haben ein Jahr nach Wohnungen geguckt. Der Wohnungsmarkt in Berlin ist tot. Das ist halt alles entweder privatisiert oder einfach der Mietspiegel ist gestiegen. Und im Endeffekt mit einer rot-roten Regierung letztendlich vorangetriebener Wohnungsnotstand in Berlin. Und das kümmert sich halt keine Sau darum. Bezahlbare Wohnung, sicherer Job, Altersvorsorge. Was für ihre Eltern selbstverständlich war, gilt für sie nicht mehr. Fast jeder Zweite unter 25 arbeitet im Niedriglohnsektor, 49%. Und geschätzt rund jeder Dritte unter 30 bleibt der Wahl fern. 2009 waren es 36%. Wie viele ihrer Generation wünscht sich Luise mehr soziale Gerechtigkeit, fühlt sich von keiner Partei repräsentiert. Am ehesten noch von den Grünen. Liebe Wählerinnen und Wähler. Für uns liest sie das erste Mal seit der Schule ein Parteiprogramm. Während einige wenige immer reicher werden, arbeiten Millionen Menschen für Niedriglöhne. Ich zum Beispiel. Also spricht mich jetzt tatsächlich schon sehr an, muss ich sagen. Und spricht es dich auch so an, dass du da wählen gehen würdest? Naja, ich bin ja halt jemand, der lässt sich ja schnell bequatschen, ne? Also wenn ich zum Friseur gehe und sage, ich möchte wirklich nur die Spitzen geschnitten haben, dann komme ich mit dem Kurzbob raus. Immer. Und es ist auch wirklich, es ist wirklich sehr schön gestaltet. Hier sind viele fröhliche Menschen drauf. Also ich finde das schon sehr schön. Die Schrift ist halt leider mega klein. Weißt du denn, ob sie denn wirklich machen, was du möchtest? Natürlich weiß ich das nicht. Das kannst du ja eh nie wissen. Das kannst du ja bei keiner Partei wissen. Aber warum wissen wir das nicht? Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es meist nicht so ist. Richtig. So, das ist das Problem. Nein! Ich bin Nichtwähler, weil unsere Politik nicht ehrlich und aufrichtig ist. Michael König gehört zur gut gebildeten bürgerlichen Mittelschicht. Der Architekt ist einer von Millionen Nichtwählern und die finden sich auch immer mehr im bürgerlichen Milieu. Früher kam für den Selbstständigen nur eine christlich-liberale Koalition in Frage.
Es war eigentlich immer der gute Ton, dass man die CDU oder die FDP wählt, weil das sind einfach die Vertreter für einen, Arbeitgebervertreter und so weiter. Ich habe aber schnell bemerkt, dass einfach die Moral dieser Menschen meiner Meinung nach nicht wirklich vorbildhaft ist. Wir haben das Problem, dass zu viel gelogen wird. Für den Architekten kam der große Bruch bei der Bundestagswahl 2005. Die Mehrwertsteuer lag bei 16%. Die Union wollte sie erhöhen, die SPD nicht. So hieß es zumindest vor der Wahl. Deshalb machen wir den Vorschlag, Mehrwertsteuer 2% rauf. Ich bin mir mit dem Parteivorsitzenden Franz Müntefering einig, dass diese Pläne nicht realisiert werden. Komischerweise ist eine große Koalition dabei rausgekommen und am Ende waren es 19%. Das heißt, beide Volksparteien haben eklatant und eindeutig gelogen. Und ich weiß nicht, warum ich mir das gefallen lassen soll. Nein! Michael König ist Familienvater, hat 5 Töchter. Wie sieht ihre Zukunft aus? Was ist mit der eigenen Altersvorsorge? Die Angst vor Altersarmut ist für den Selbstständigen schon heute ein Thema. Auf die Politik hofft er dabei nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass eine Rentenversicherung in irgendeiner Form langfristig funktioniert. Aber das ist auch schon seit 20, 30 Jahren bekannt. Also das ist nichts Neues. Aber die Politik reagiert auf sowas nicht. Es wird für 5 Jahre oder 4 Jahre Politik gemacht und danach ist es vorbei. Die FDP als das kleinere Übel wählen. Das war für Michael König irgendwann zu wenig. Mit Freunden gründete er vor gut einem Jahr eine eigene Partei. Die Nein-Idee. Ich sage Nein, weil ich einfach mit der Situation, wie sie sich momentan bei uns darstellt, nicht mehr zufrieden bin. Ich sage Nein und biete ein Nein, damit unzufriedene Wähler auch kategorisch die derzeitige Politik ablehnen dürfen. Ich sage Nein, weil es schon viel zu viele Ja-Sager gibt. Sie haben eine absurde Idee. Die Nichtwähler sollen ein Kreuz auf dem Wahlzettel machen können. Bei der Nein-Partei. Eigenes Konzept? Nein. Rund 60 Mitglieder hat die Partei schon. Beim kleinen Sommerfest treffen sich einige wenige. Warum sind Sie denn Mitglied in der Nein-Partei? Da muss ich mal überlegen. Gibt's keinen Grund? Doch. Na sicher gibt's einen Grund. Aber ich bin von der Frage ein bisschen überwältigt. Das ist für mich ein ganz demokratischer Grundgedanke. Ich finde es eine Frechheit, dass ich nicht Nein sagen darf bei den Wahlen. Gibt's denn so viel zum Nein sagen momentan? Oh ja, ich muss ja das geringere Übel ankreuzen. Das möchte ich nicht. Nein! Ihr gemeinsames Ziel. Sie wollen bei der Europawahl im Mai 2014 antreten. Ja, das sind 1000 von 4000 notwendigen Formularen. Das ist unsere Arbeit, die wir im Moment machen. Wir brauchen 4000 Unterstützer. Und wenn das soweit ist, dann dürfen wir auf den Wahlzettel der Europawahlen. Und wenn Sie das schaffen, wie viel haben Sie bis jetzt schon? Im Moment ist es noch ein bisschen dünn. Ich habe jetzt selber ungefähr 40 gesammelt, aber in ganz Deutschland wert gesammelt. Und wir liegen so bei 150 im Moment. Zu wenig, um ernsthaft etwas zu bewegen. Macht aber auch nichts. Ich möchte keine Macht über jemand anders ausüben, sondern ich möchte diejenigen, die im Moment an der Macht sind, entmachten. Wenn die nicht mehr an der Macht sind, wer soll es denn dann machen? Jemand, der dazu Lust hat und der ehrlich und aufrichtig ist und der das Vertrauen vom Volk kriegt. Und das könnten Sie sein. Ich will das aber nicht sein. Ich will meine Ruhe haben, meine Nein-Partei nach vorne bringen und das reicht mir aus. Wer sind eigentlich diese Nichtwähler? Immer wieder versucht ihn die Statistik zu erfassen. Zahlreiche Studien haben sich mit dem Nichtwähler beschäftigt. Das Ergebnis? Der typische Nichtwähler ist eher arm und hat insgesamt eher seltener Abitur und ist rein statistisch gesehen etwas häufiger eine Frau. Die lebt häufiger in Ost- als in Westdeutschland, wohnt seltener im Eigenheim und häufiger in Hochhaussiedlungen. Sie ist im Schnitt eher jung als alt und ihre wirtschaftliche Zukunft sieht sie eher pessimistisch. Diese Nichtwähler ergeben eine mächtige Partei. 17,6 Millionen Bürger haben bei der Bundestagswahl nicht gewählt. Rechnet man die mal dazu, sähe das Wahlergebnis vom Sonntag ganz anders aus. Angela Merkels CDU käme dann auf 24,1, die SPD auf 18,2%.
Ja, in Korvela gibt es viele Probleme. Zum Beispiel, dass es hier hohe Mieten gibt, dass viele Leute vom Leben ausgeschlossen werden, da sie nicht aus ihren Häusern rauskommen, weil die Aufzüge nicht funktionieren zum Beispiel. Ja, dass hier die Leute auf der Straße leben und niemand was dagegen tut. Und wir machen Filme zu dem Thema. Wir machen die Öffentlichkeit aufmerksam. Köln-Korweiler ist so ein Stadtteil, in dem kaum noch einer wählt. Typisch für Menschen, die sozial benachteiligt sind. Nichtwähler, der Protest der Deklassierten. Die Arbeitslosigkeit in Korweiler liegt bei 20%. In Sozialwohnungen leben 83% der Einwohner. Am vergangenen Sonntag gingen 57% nicht zur Wahl. Wie in anderen sozialen Brennpunkten auch. Daniel Pedrola ist eine Ausnahme in Korweiler. Ich wähle, weil ich meine Chance in der Demokratie wahrnehmen möchte. Viele Leute haben dafür gekämpft, dass wir eine Demokratie haben. Und diese Chance möchte ich nutzen. Außerdem möchte ich natürlich auch die Lokalpolitik beeinflussen und den richtigen Mann in den Bundestag wählen. Daniel führt uns durch sein Viertel. Für Politik? Von unseren Jungs interessiert sich keiner eigentlich für Politik. Aber hört sich doch gut an, ne? Zum Beispiel die linke Stadt irgendwie 10 Euro Mindestlohn. Bruder, ich arbeite verdammt 5 Euro pro Stunde, weißt du doch, ne? Hier im City Center. Ja, was sagst du dazu? Soll ich dazu sagen? Lächerlich, Land. Lächerlich? Richtig lächerlich, Alter. 10 Euro Mindestlohn wäre schon cool. Hi, ja, bitte. Ich bin Christian. Was hast du mit der Wahlbenachrichtigung gemacht? Ganz ehrlich, ich hab die aufgemacht. Ich dachte mir, naja, ich direkt weggeschmissen. Ganz ehrlich. Die Leute sind einfach nur zu faul, die kümmern sich nicht drum. Hauptsache, die kriegen ihr Geld vom Staat und das war's. Das ist aber ganz schön hart, was ihr sagt. Ist das wirklich so? Nee, das ist so. Ich find's echt schade. Aber Korweiler ist ehrlich. So, Korweiler ist wirklich eine ekelhafte Gegend. Ja, muss ich auch sagen. Also ich finde, das ist wie Texas hier. Also aber nicht so übertrieben, sondern die Jugendlichen, die sind irgendwo... Ja, ich mein's ernst. Die Jugendlichen, die gekiffen und... Die haben keine Zukunft, so, ja. Weißt du? Viele Hochhäuser in Korweiler sind heruntergekommen. Die Wohnanlagen gehören verschiedenen Unternehmen. Die interessieren sich nicht für den Zustand der Bauten. Die Miete kassieren die privaten Eigentümer pünktlich. Vom Amt. In den Aufzügen war die Kacke am Hängen, an den Wänden. Heroinspritzen in Treppenhäusern. Ekelhaft. Und kann die Politik da nichts machen? Was denn? Die kriegen sich mal die Reihe, anständig Politik zu führen. Denkst du, dann kümmern die sich hier um so ein Drecksviertel oder was? Niemals. Aber für die Kinder ist hier nichts. Spielen in Treppenhäusern, wie gesagt. Ne? Hier jetzt vor kurzem zwei deutsche kleine Kinder am Pariser Platz spielen mit Heroinspritzen. Ne? Hier mit seinem Bruder, hier, piekste da. Die Mutter direkt ins Krankenhaus. Zwar jetzt kein HIV, Gott sei Dank, aber hier, wie hießen die ganzen? Hepatitis und tralala. Hier im Café treffen sich täglich türkische Rentner. Fast alle haben über 40 Jahre in Deutschland gearbeitet. Sie haben Steuern gezahlt, würden gerne wählen, können aber nicht. Dafür müssten sie die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und die türkische ablegen. Doch das ist teuer. Wenn ich den deutschen Staatsangehörigkeit antrage, wie soll ich denn bezahlen? Kostet mich 600-700 Euro. Ja, kostet mich 600-700 Euro. Woher denn Geld nehmen? Tanztee der Senioren im Bürgerzentrum. Daniel zeigt uns das andere Korweiler. Viele hier haben ihr Leben lang SPD gewählt, diesmal nicht. Ja, der SPD ist immer vom Steinbrück nicht begeistert, weil er so affektiert ist. Aber sonst ist die SPD für unsere Seite besser. Ich hatte mal einen Arbeitgeber, der war genau so. Ich und nochmal ich. Und das andere ist alles Fußvolk. Und dafür gleiche ich den mit. Das ist genau so ein arroganter Hund. Ja? All die genug haben, die gucken da auf uns nur runter. Ja? Was sind wir dann, arme Rentner? Ich habe noch jahrelang gearbeitet. Mein Mann ist Schreiner, ich war Schneiderin. Was haben wir verdient? Dann sagen die Rentner, die haben ja eine Rente. Ich möchte sie mal einladen. Da ändert sich ja sowieso nichts.
Wir machen Wahlversprechungen und jetzt nach der Wahl kommt das Ding geändert. Anders als die CDU konnte die SPD dieses Mal nur wenige Nichtwähler mobilisieren. Als studierte Politikwissenschaftlerin konnte sich Christa Klein nie vorstellen, mal nicht zu wählen. Ich bin Nichtwähler, weil ich seit den Hartz-IV-Gesetzen jedes Vertrauen in die Politik verloren habe. Sie lebt zurückgezogen in einer kleinen Wohnung. Ihre Blumen sind ihr Ein und Alles. Doch mehr als ein paar Cent dürfen die Pflanzen nicht kosten, denn Christa Klein ist arm, lebt von 770 Euro im Monat. Ich kann davon existieren, wenn nichts dazwischen kommt. Also zum Beispiel ein Reifen für mein Fahrrad ist eine Bedrohung, ist eine Katastrophe. Ein Reifen kostet mich so viel, dass ich eine Woche nicht zu essen hätte. Ich zum Beispiel habe eine letzte Scheu. Ich kann nicht zur Tafel gehen. Es ist diese letzte Entwürdigung, die ich spüre, wie ich da in der Schlange stehe und mir lebens... Also ich muss gleich weinen, ich kann das nicht weitererzählen. Mit welchem Recht macht man das mit diesen alten Menschen hier? In diesem reichen Land, das geht doch nicht. Christa Klein hat zwar immer gearbeitet, aber nie viel verdient. Dafür hat sie sich immer für andere eingesetzt, als gute Staatsbürgerin. Ich war gewerkschaftlich engagiert. Ich war in der Friedensbewegung unterwegs, Demonstrationen. Ich war in der Frauenbewegung. Eigentlich immer da, wo es darum ging, soziale Gerechtigkeit einzufordern. Das war mir immer wichtig im Leben und ist bis heute geblieben. Ich habe immer SPD gewählt, das liegt nahe. Ich komme aus einem Haushalt, wo es nie viel Geld gab. Ich fühle mich der Arbeiterbewegung verbunden, weil ich historisch betrachtet aus diesen ganzen Handwerksfamilien und so komme. Also das war mein politisches Zuhause. Dass ihre SPD einmal die Hartz-Gesetze verabschieden könnte, war für Christa Klein nicht vorstellbar. 2 Jahre demonstrierte sie jeden Montag gegen die Reform. Die Hartz-Reformen führten zu einschneidenden Veränderungen des Arbeitsmarktes. Verantwortlich war die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Schröder. Sie ebnete den Weg für Leiharbeit und Minijobs. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Über Hartz IV ist nicht ein Sozialabbau passiert, sondern ein Sozialaufbau. 7 Jahre später, Peer Steinbrück im Wahlkampf. Dieses Mal fordert er mehr soziale Gerechtigkeit. Für viele unglaubwürdig. Wie kann man denn vergessen, dass dieser Pierre Steinbrück Hartz IV verabschiedet hat? Und dann erzählt er großkotzig, was Leiharbeit schlimm ist, die Werkverträge, dass das ja schlimmste Sachen sind, dass man Mindestlohn einführen muss. Ja, Himmel noch mal. Der hat es doch erst veranstaltet, der hat die Tür geöffnet für Werkverträge, für Minijobs unter dem Motto von Kanzler Schröder, fördern und fordern. Die Leute sind entwürdigt worden, sie sind verarmt, das Hartz IV ist Armut per Gesetz. Christa Klein hat ihre politische Heimat verloren. Doch aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Im Kleinen versucht sie, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Seit Jahren kümmert sie sich ehrenamtlich um den Garten eines Seniorentreffs. Ich bin verwoben in diesen 10 Jahren. Ich kenne alle Pflanzen und so. Jetzt ist es auch Freude geworden und Anstrengung auch und Arbeit. Aber der Ursprung war Protest für ein Gelände, was verwahrlost ist und wo alte Menschen sich treffen. Den großen Volksparteien laufen derweil die Mitglieder weg. Der Schwund ist groß. Die SPD hat seit der Wiedervereinigung fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Die CDU verliert in der gleichen Zeit nicht ganz so viel, hat am Schluss aber genauso wenig. Parteimitglieder sind ziemlich alt. Mehr als die Hälfte der Mitglieder ist über 60.
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst sind in den Parteien 5-mal häufiger vertreten. Arbeiter sind in allen Parteien unterrepräsentiert. Ich bin Nichtwähler, weil sich die Parteien zu weit von uns Bürgern entfernt haben. Martin Gabriel interessiert sich leidenschaftlich für Politik. Für den Baden-Württemberger war schon seit seiner Jugend klar, die CDU ist seine Partei. Zu meiner Zeit damals, in den 60er und 70er Jahren, war es modern, links zu sein. Und ich war meistens der Einzige, wo CDU-nah war. Und dadurch gab es viele Diskussionen und ich musste mich immer behaupten. Martin Gabriel ist Patriot. Hat selbstverständlich gedient. Beim NATO-Doppelbeschluss protestiert er gegen die Stationierung russischer Raketen. Als 1989 die innerdeutsche Grenze fiel, war er dabei. Da bin ich beim Mauerabriss. Eine deutsche Revolution ohne mich, das kann nicht sein. Und das hat mich innerlich so aufgerüttelt. Ich muss dabei sein bei so einer Sache, wo ja einmalig ist. Das darf ja nicht jeder erleben, sowas. Und da musste ich hin. Und immer ist er mit seinem geliebten Wohnmobil unterwegs. Vor einigen Jahren fährt er auch nach Speyer, besucht den Ostergottesdienst und trifft sein Idol, Helmut Kohl. Ich wollte mich bei ihm bedanken für die Wiedervereinigung, was er dafür getan hat, und bin dann zu ihm hingegangen und habe ihm die Hand gegeben und gesagt, ich danke für das, was Sie für Deutschland und die Wiedervereinigung gemacht haben und wünsche ihm alles Gute, gesundheitlich. Das hat mich ja auch mit Stolz erfüllt, dass er dann hochgeschaut hat und gelächelt hat. Hat mir vieles gegeben. Auch im vereinten Deutschland wählte er die CDU mit Angela Merkel. Dieses Mal aber nicht. Ich bin noch Mitglied seit 1980 und damals war die inhaltliche Politik oder der Inhalt mit mir vereinbar. Da hat es noch einigermaßen gestimmt und auch die wirtschaftliche Seite. Und dieses Mal stimmt es nicht mehr. Die Reden waren zwar schön anzuhören, aber die Taten werden mit Sicherheit nicht folgen. Das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Besonders für Familien werde viel zu wenig getan, findet Gabriel. Er selbst war alleinerziehender Vater, hat vor 18 Jahren eine Selbsthilfegruppe gegründet. Die soll das Versagen der Politik helfen, auszugleichen. Ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass es keine Partei, dass es wirklich keiner hinkriegt, sich mehr um die Familien, um die Kinder, Alleinerziehenden zu kümmern. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und dann wundern die sich oben in Berlin, warum wir keinen Nachwuchs mehr kriegen, warum immer weniger sich für Kinder entscheiden. Dabei kannte ausgerechnet Angela Merkel als Familienministerin die Probleme sehr genau. Als neue Bundesbürgerin kann ich sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, wie wenig Augenmerk auf Kindergärten in der alten Bundesrepublik gerichtet wurde. Doch passiert ist zu wenig. Da wird der Konservative heute zum Radikalen. Aber auf jeden Fall so ein Generalstreik, das muss einfach mal sein. Wir dürfen uns nicht mehr alles gefallen lassen. Unsere Politiker sollen mal sehen, dass man auch mal was wieder fürs Volk tun kann. So wie die Franzosen, Beispiel, die lassen sich nichts gefallen, die Italiener lassen sich auch nichts gefallen. Und das sollten wir uns einfach mal zum Beispiel nehmen. Wir sind meiner Meinung nach ein feiges Volk geworden mittlerweile und haben Angst zu reagieren und lassen uns alles gefallen. Nicht wählen hat in Deutschland Tradition. Schon seit 1919, als alle Erwachsenenbürger wählen dürfen. Also auch die Frauen. Die erste freie gleiche Wahl ist gut besucht. Nur 17% wählen nicht, obwohl sie dürfen. Und so ähnlich bleibt es während der Zeit der Weimarer Republik. Unter den Nazis gibt es keine freien Wahlen. Angeblich nur 1% Nichtwähler. Aber mit Gründung der Bundesrepublik geht nur jeder Fünfte nicht zur Wahl. Ein gutes Zeichen für die junge Demokratie. Der Kalte Krieg, die 68er-Bewegung und Willy Brandt polarisieren die Deutschen, treiben sie zur Wahl.
Nur noch 9% Nichtwähler. Ein Rekord, der nie wieder erreicht wird. Seitdem steigt die Zahl der Nichtwähler. 2009 gehen 29% der Wahlberechtigten nicht mehr zur Wahl. Heute sind es immer noch 28,5%. Er will die Entwicklung aufhalten. Ribnitz-Stammgarten in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Marktplatz steht der Demokratiebus der Landeszentrale für politische Bildung. Carsten Socker und seine Kollegen möchten hier für das Wählen werben. Viel los ist nicht. Ich finde es schon eigenartig, sag ich mal so, dass, dass viele Leute heute sagen, sie gehen partout nicht wählen, weil sie meinen, das bringt sowieso überhaupt nichts. Dass sie dabei nicht drüber nachdenken, dass vor nicht mal 25 Jahren Leute flächendeckend eigentlich in der ganzen DDR auf die Straße gegangen sind, um auch für das Recht zu demonstrieren, endlich frei wählen zu dürfen. Im November 89 protestieren Hunderttausende für freie Wahlen. Im März 1990 wurde der Traum wahr. Die Wahlbeteiligung lag damals im Osten bei 93%. Da sollte man eigentlich mehr Respekt eigentlich auch vor dieser Möglichkeit oder wie sagt man, von solchen Tagen haben, so einem Wahltag. Ich will jetzt nicht sagen, Wahltag ist Feiertag. Ich finde, das ist ein bisschen abgedroschen, dieser Spruch. Aber man sollte vielleicht mehr Respekt vor solchen Daten haben. Und das auch darüber mal sich Gedanken zu machen, wie wichtig ist das eigentlich für eine funktionierende Demokratie. Für heute reicht es. Abbau in Ribnitz-Stammgarten. Seit Monaten reisen sie durch den Osten der Republik, sind auf Achse für die Demokratie. Ich bin Nichtwähler, weil ich in diesem Staat nicht zufrieden bin. Evelyn Hartmann kommt aus Zwickau. Eine derjenigen aus dem Osten, die sich der Wahl verweigern. Ich könnte gar nicht existieren, wenn ich nur zu Hause sitzen würde. Ich würde verrückt werden. Also irgendwie, man muss ja was tun. Und das ist das, was ich gerne tue. Und wenn es nur eine Maßnahme vom Amt ist. Für 1,50 Euro die Stunde geleitet sie Kinder sicher zur Schule. Tschüss, bis morgen. Dafür steht sie jeden Morgen um 5 Uhr auf. Doch Ende des Jahres endet die Maßnahme vom Jobcenter. Ciao, Süße. Die anderen werden immer reicher, wir werden immer ärmer. Es wird ja viel gesprochen. Aber nach den Wahlen, ja, dann ist das alles wieder im Sande. Es verläuft wieder im Sand und es wird im Prinzip nicht groß geändert. Früher wählte sie die Linke. Doch auch die hat sie enttäuscht. Heute fühlt sie sich, wie viele Nichtwähler, von der Gesellschaft abgehängt. Dabei hatte die Wende so viel versprochen. Endlich Freiheit und Selbstverwirklichung. Es kamen Sohn Max, seine Geschwister und mehrere Bandscheibenvorfälle. Seitdem kann sie ihren Beruf als Krankenschwester nicht mehr ausüben. Heute ist sie arm und wird es bleiben. Freie Wahlen. Für sie inzwischen ein hohles Versprechen. Hallihallo. Demokratie, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Versprochen habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr. Warum ich nicht wählen gehe? Weil ich keinen Bock drauf habe, diese Leute, die uns für dumm verkaufen, einfach zu unterstützen. Habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe ja wählen, ich gebe ja meine Stimme ab. Aber ich gebe für keine Partei meine Stimme ab. Stattdessen streicht Evelyn Hartmann ihren Wahlzettel durch. Wählt so ungültig. Das taten am Sonntag mehr als 600.000 Wähler. 32% der Ostdeutschen blieben ganz fern von der Wahl. Ich denke mir, ein Stück Protest sollte es sein und Kritik muss einfach ausgeübt werden. Anders geht's gar nicht. Aber vielleicht ist das eine Kritik, die den Parteien gar nicht wehtut. Ja, dann ist es aber traurig, wenn es denen nicht wehtut. Sie sollten ja darüber mal nachdenken, warum man das tut. Die Folge aber, je mehr Arme nicht wählen, desto weniger werden sie von der Politik gehört. Und desto mehr droht sich die soziale Ungleichheit zu verschärfen. Wie hier auf Rügen. Carsten Socke und der Demokratiebus machen Station bei der regionalen Schule in Sassnitz. Socke will die Jugendlichen für Politik und Demokratie begeistern. Moin. Doch die treibt insbesondere eine Sorge um. Ich sag mal so, die hier was im Kopf haben oder die einen Plan von ihrem Leben haben, gehen von der Insel runter. Ganz klar. Und das, was übrig bleibt, sind Perspektivlose. Und da
muss ich ganz ehrlich sagen, die beachten die Plakate der anderen Parteien überwiegend meist nicht, sondern greifen gleich auf die NPD zu. Und das hat damit zu tun, dass die NPD ja viele Gruppenanhänger hat, die halt umherziehen, rumpöbeln und in der Gruppe stark sind. Und viele, die dann keine Perspektive vom Leben haben und zu Hause sitzen und, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft vernachlässigt werden von den normalen Leuten, finden so eine Gruppe gut. Carsten Socke hofft, so sagt er, dass seine Demokratiearbeit dazu beiträgt, dass sich Schüler nicht von Propaganda rechtsextremer Parteien verführen lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ciao. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gingen am Sonntag nur 63,5% zur Wahl. Der NPD reichten gerade mal 5.900 Stimmen, um auf 4,7% zu kommen. Carsten Socke und seine Kollegen in Ostvorpommern, Nichtwählerland. Beim Demokratiefest Voices auf Usedom ist auch nicht viel los. Irgendwie kommt das Thema Demokratie hier nicht an. Die Bundestagskandidaten einiger Parteien sind auch da. Sie halten Ausschau nach dem Wähler. Hallo, liebe junge Leute. Alle die, die der Meinung sind, es sollte sich ein bisschen was ändern für die nächsten 4 Jahre, sollten natürlich dann ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen am 22. Also kommt ein bisschen rüber. Werdet eure Fragen los, die Gelegenheit, direkt Leute ansprechen zu können, habt ihr ja nicht alle Tage. Die jungen Leute kommen nicht. Ihnen fallen keine Fragen ein. Sie interessieren sich nicht für Politik. Und schon gar nicht für Politiker. Hier geht heute nichts mehr. Es geht aber auch anders. Nichtwähler gibt es nicht nur in Deutschland. Auch in den Nachbarländern. Aber nicht überall gibt es so viele wie in Deutschland. In Belgien 10% Nichtwähler. Kein Wunder. In Belgien gibt es Wahlzwang. Aber auch in Schweden und Dänemark gibt es viel weniger Nichtwähler als bei uns. Wahlforscher haben die Länder verglichen und festgestellt, je ungleicher Einkommen, Bildung und soziale Vernetzung, desto weniger Bürger sind mit der Demokratie zufrieden und desto weniger haben sie Vertrauen in Politik. Und desto weniger gehen sie zur Wahl. In Dänemark etwa sind Einkommen und Chancen gerechter verteilt als in Deutschland. Und darum hat Dänemark weit weniger Nichtwähler als die Bundesrepublik. Ich bin Nichtwähler, weil ich denke, dass die rein parlamentarische Demokratie uns ohne die Ergänzung der Volksabstimmung in katastrophale Verhältnisse führt. Michael von der Lohe und seine Wandergruppe auf dem Weg von Bochum nach Berlin. Fast alle hier sind Nichtwähler. Sie wollen mehr Mitbestimmung durch direkte Demokratie. Die Idee ist alt, sie ist von 1831. Da sind 600 Bürger in der Schweiz auch losgelaufen, weil sie den Eindruck hatten, Souveränitätsrechte werden ihnen geraubt. Sie sind vor die Kantonsverwaltung gegangen, haben mit ihren Bergstecken aufgestampft, so lange, bis drinnen die Ratsherren sich entschlossen haben, ihnen Souveränitätsrechte zu geben. Und das ist die Geburtsstunde der direkten Demokratie in der Schweiz. Die Möglichkeiten, die man sonst hat, reichen irgendwie nicht. Mit Unterschriften sammeln haben wir schon genug. Da hat bisher noch keiner drauf gehört. Und das ist jetzt irgendwie eine Form der Forderung, noch mehr Nachdruck zu verleihen. »40 Tage werden sie unterwegs sein. Zu den Koalitionsverhandlungen wollen sie in Berlin eintreffen. Ihre Forderung? Bundesweite Volksabstimmungen sollen Gesetz werden. Dabei belegen Studien, bei Volksentscheiden machen vor allem Bessergestellte mit. Die einen laufen, die anderen fahren für die Bewegung.« Nichtwähler Johannes Stöttgen war Gründungsmitglied der Grünen. Dann trat er aus. Heute fährt er mit seinen Mitstreitern mit dem Omnibus für direkte Demokratie quer durch Deutschland. Die Idee stammt ursprünglich von Stöttgens Freund, dem Künstler Josef Beuys. Der wollte das politische System von Grund auf verändern.
Warum würde ich da mal so dran drehen? Das ist doch das Dilemma, dass wir immer Regierungen bilden wollen. Es darf gar keine Regierung mehr geben. Der Mensch ist... Bravo! Beuys entwarf vor mehr als 40 Jahren gemeinsam mit Stüttgen einen Aufruf zum Nichtwählen. Wahlverweigerung steht da. Fordert Volksabstimmung über die Grundrechte, die Freiheitsrechte, die Bildung, die Rüstung, Eigentumsverhältnisse, Produktionsmittel, Grund und Boden, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Entgiftung von Erde, Wasser, Luft. Das war 1970. 2013, Fußgängerzone in Dortmund. Johannes Stüttgen hat sich mit Marco Bülow, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, verabredet. Bülow ist für mehr Mitbestimmung, aber nicht in allen Fällen. Wenn wir jetzt abstimmen, ob der Euro abgeschafft wird oder nicht, dann sehe ich keine Mehrheit unbedingt, der den Euro behalten will. Und dann wird es wirklich schwer, weil man sich dann doch mit vielen Dingen beschäftigen muss. Und ob das dann so viele machen, wie sie das hoffen oder glauben. Ja, aber gerade die Euro-Frage ist ein wunderbares Beispiel für Nichtdemokratie. Denn wie ist der Euro denn eingeführt worden? Ist da einer von uns gefragt worden? Parteien lehnt Johannes Stüttgen ab. Als die Grünen in den 80er Jahren in Ministerämter gewählt wurden, war für ihn Schluss. Ja, was meinen Sie, wie stolz die waren? Nur wir wollten damit nichts zu tun haben. Wir wollten überhaupt gar nicht Minister werden. Wir wollten auch gar nicht in die Regierung, sondern wir wollten klar machen, nee, wir wollen uns nicht länger verregieren lassen. Regierung reicht jetzt. Wir wollen Selbstverwaltung. Systemkritik eint alte Grüne und junge Piraten. Nicht wählen ist für mich ein scharfer demokratischer Ausdruck. Es ist halt egal, ob ich Steinbrück wähle oder Merkel. Es ist völlig egal. Und eine andere Option habe ich halt auch nicht. Also egal, auch wenn ich eine kleine Partei wähle, wähle ich nachher einen von den beiden mit, ob ich das will oder nicht. Ich kann nicht mal sagen, nein. Einst lernte Stefan Urbach Bankkaufmann im Taunus. Heute ist er Netzaktivist und mit seinem iPhone quasi verwachsen. Er war immer politisch engagiert. Im arabischen Frühling versorgte er die Opposition mit sicheren Internetverbindungen. Bei den Piraten war er Wahlleiter und kandidierte sogar für die Bundestagswahl. Dann trat er aus. Die Partei politisch zu diffus, der Umgang miteinander zu grob. Darüber will er heute nicht mehr reden. Geblieben ist der Frust über das herrschende System. Kanzlerinnen und Kanzler, die Parteien und die Fraktionen sind personell und durch Machtstrukturen eng miteinander verknüpft, dass man sie gar nicht mehr trennen kann, das geht nicht. Und das ist halt falsch, weil die Kontrolle fällt weg. Das Parlament soll die Regierung kontrollieren, das tut es aber nicht. Das kann es auch gar nicht mehr, weil es ja eigentlich im Endeffekt dann doch nur Stimmvieh geworden ist. Stimmvieh. Dabei seien die Parlamentarier doch eigentlich ihrem Gewissen verpflichtet und nicht etwa dem Fraktionszwang. Wir bitten ihn, eine ZDF-Sendung mit Maybrit Illner zur Wahl zu schauen. Es geht um die Rente. Frau Schwesig, werden wir in 10 Jahren mit dem Umstand konfrontiert sein, mit 70 noch zu arbeiten? Ja oder nein? Ja, wenn CDU und FDP regieren, aber nein, wenn SPD regiert. Es ist halt nicht ehrlich. Und ich glaube ihr kein Wort. Also das hören wir halt auch schon seit 12 Jahren, diese ganzen Argumentationen, was wir mit der Rente machen müssen. Und ich glaube einfach niemanden mehr. Es wird halt einfach keiner angehen. Und deshalb klingt er sich einfach aus. Geht gar nicht mehr wählen. Ein Treffen der Piraten. Ihnen fühlt sich Urbach trotz Parteiaustritt immer noch irgendwie verbunden. Diskussionsrunde zum Thema Nichtwählen. Ich hoffe, dass ihr mich überzeugen könnt, wählen zu gehen, was ich nicht glaube, dass ihr das schafft. Was glaubst du zu erreichen, wenn du nicht wählen gehst? Nee, das ist die falsche Frage. Nee, ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Nein, die Frage ist doch, will ich das System legitimieren oder nicht? Und mit meinem Wahlakt legitimiere ich das und sage, das ist okay für mich, das Spiel, das da gespielt wird. Ja, ich halte es halt alles für komplett broken. Ja, wenn der Cola und Pepsi nicht schmeckt, dann probier es mal mit Mate oder so. Mate-Tee, Cola oder Pepsi. Urbach will das alles nicht schmecken. Kein Kreuz am Wahltag. Dassel im südlichen Niedersachsen. Wir treffen die Wanderer des aufrechten Gangs wieder. Ah.
Am Abend läuft das TV-Duell der Spitzenkandidaten. Das Interesse hier hält sich in Grenzen. Also das ist wie so ein Gladiatorenkampf oder sowas, also was ganz überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Ich werde eingelullt, ich werde irgendwie abgedämpft mit solchen Phrasen und Worthülsen. Dasselbe Duell im Berliner Taz-Café. Freiwillig hätten die Crack-Huren sich das nicht angeschaut. Die Kandidaten bleiben ihnen fremd. Ich fand Herrn Steinmeier sehr witzig. Heißt der Steinmeier? Du meinst den Raab? Den fand ich auch witzig. Das war unerwartet witzig. Steinbrück heißt er, der heißt nicht Steinmeier. Toll, ich denke alle wieder, ich bin doof. Ja. Er ist ja manchmal auch auf den Punkt gekommen, so ein bisschen zumindest. Und sie hat aber echt nur drumherum geschwafelt. Und es ist halt einfach wirklich anstrengend. So. Und ich habe aber ich glaube, darauf verlassen die sich ja natürlich auch ein bisschen, dass man dann irgendwann abschaltet. So. Der Wahlkampf war nicht nur für sie langweilig. Und das hat einen Grund. Denn besonders die siegreiche Union nutzt ein bewährtes Instrument, machte Wahlkampf nicht nur mit Plakaten und großen Auftritten, sondern auch mit der sogenannten asymmetrischen Demobilisierung. Das bedeutet, man redet nur vage über politische Ziele und meidet Themen und Konfliktpotenzial, um dem politischen Gegner keine Angriffsfläche zu bieten. Stattdessen sagt man ganz freundlich: Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Belohn mich mit einem Biss in mein Katzenfleisch. Die Crack-Huren haben nicht gewählt. Sie haben keine Lust auf Parteien. Der CDU-Mann Martin Gabriel ist dagegen doch noch wählen gegangen. Nur nicht seine Partei. Der Wahltag war sein Tag des Zorns. Für mich war es wichtig, dass ich zur Wahl gehe. Aber ich habe den Wahlzettel ungültig gemacht, weil ich keine Partei unterstützen möchte, mit der Politik, was sie seither gemacht haben. Auch Architekt Michael König hat ungültig gewählt. Das Wahlergebnis interessierte ihn aber nicht besonders. Er radelte lieber mit Freunden an der Mosel. 17,6 Millionen haben am Sonntag nicht gewählt. Demokratiearbeiter Carsten Socke macht unverdrossen weiter. Er setzt seine Mission fort. Bis zur nächsten Wahl.